Hier bei uns in Deutschland gelten die Gesetze unseres Landes, und zwar für jeden und jede in gleicher Art und Weise ausnahmslos. Wir wollen keine Parallelgesellschaften, und wo es sie gibt, müssen wir dagegen angehen. Unser Recht hat Vorrang vor Ehrenkodex, Stammes- und Familienregeln und vor der Scharia. Das muss ganz deutlich ausgesprochen werden. Und das heißt auch, dass in der zwischenmenschlichen Kommunikation, die bei uns eine tragende Rolle spielt, wir Gesicht zeigen. Und deshalb ist die Vollverschleierung bei uns nicht angebracht. Sie sollte verboten sein, wo immer das rechtlich möglich ist. Sie gehört nicht zu uns. Wer das Volk ist, das bestimmt bei uns noch immer das ganze Volk. Das bestimmen wir alle, nicht ein paar wenige, und mögen sie auch noch so laut sein. Das bestimmen wir alle. Ich möchte allen Menschen, die in den Sicherheitsbereich arbeiten, egal ob in den Nachrichtendiensten oder als Polizisten vor Ort oder auf der Straße oder im Büro, wo auch immer, ein herzliches Dankeschön sagen, dass sie dies für uns alle tun. Freiheitliches Leben ohne Sicherheit ist nicht möglich, und deshalb ist das von entscheidender Bedeutung. Uns leitet die Liebe zu unserem Land. Für uns sind Einigkeit und Recht und Freiheit nicht einfach Worte, sondern sie sind unser Leitmotiv. Wir wollen Deutschland dienen. Ich will Deutschland dienen.